Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Saurien mit Gabriel. Hallihallöchen und der Lumi. Hi, wir sind schon ein richtig großer Trike. Ja. So halbwegs, Moment. Wir sind immerhin schon 5 Jahre alt. Hup, hup. Ja. Und das bei der KI, dass wir so alt geworden sind, ist ja schon fast ein Wunder. Ich wollte gerade sagen, mir kommt es auch irgendwie schon so vor, als würden wir seit 5 Jahren hier in Hell Creek rumrennen als Trike. Ja, so gefühlt. Weil wir immer wieder im Kreise laufen. Ja, also hier muss noch ein bisschen dran gearbeitet werden, eindeutig. Und dafür ist es mir eigentlich schon fast zu lange im Early Access. Meinst du, ich kann diese Schildkröte angreifen, ohne einen Rang einzubüßen? Angreifen? Bestimmt. Aber warum? Weil ich es testen möchte. Ah, da unten ist ein Raptor übrigens. Nein, das war ein Pachy. Ah, das ist ein Pachy, okay. Also ich meine, der Unterschied ist nicht wirklich gegeben, aber es ist ein Pachy. Ja, fast genauso gefährlich. Eben, ich würde sagen gefährlicher. Ja, aber in der Größe, der wir uns jetzt befinden, also bis auf den Rex, was soll denn gefährlich werden? Ja. Wenn die Raptoren im Rudel angreifen würden, also so 2 oder 3 oder auch 4, das wäre schwieriger. Das stimmt. Das fände ich auch richtig cool. Ich fände es auch richtig cool, wenn wir ein bisschen nach links laufen könnten, weil ich würde gern was trinken. Niemals! Niemals! Aber ich sage das jetzt gleich schon mal zum Anfang. Bei Saurien wird sich ein bisschen was verändern, zumindest bei uns auf dem Kanal. Ja, beim Let's Play. Ja. Also, kein Herzinfarkt bekommen, ganz in Ruhe die Kakaotasse wieder hinstellen oder die Kaffeetasse. Es ist jetzt nicht so, dass wir damit aufhören werden. Aber bei dem mangelnden Fortschritt dieses Spiels, und da habe ich mich ja, glaube ich, schon oft genug und lange genug ausgelassen zu, werden wir es aktuell erst einmal auf 14 Tage strecken. Reduzieren. Das heißt, es kommt ein neues Video alle 14 Tage. Genau. Lumi macht das viel treffender als ich. Weil weiterhin aber sonntags. Genau, richtig. Also das bleibt. Es bleibt auch soweit alles beim Alten. Bis halt auf die 14 Tage. Es liegt einfach daran, es passiert halt nicht wirklich was und die KI ist nicht gut genug, als dass man mit dem Trike lange wirklich Spaß hat. Also jedenfalls nicht für ein Let's Play. Ihr solltet euch ja auch nicht langweilen. Ja? Ja. Wir müssen ja auch immer schauen, dass ihr dabei was seht, was erlebt, Spaß habt. In irgendeiner Form unterhalten werdet. Richtig, dafür ist der YouTube-Kanal da und dafür sind wir auch da, dass ihr eine Unterhaltung habt. Und die sehe ich aktuell nicht. Nee. Nicht so sehr jedenfalls, dass es sich lohnen würde, da regelmäßig Videos zu machen. Also im Sinne von jede Woche oder jeden zweiten Tag oder wie auch immer. Ihr verpasst nichts vom Spiel, wenn wir es 14-tägig machen. Genau. Und was auf jeden Fall auch beibehalten bleibt, sollten irgendwie spontan ein Devlog kommen, wo was richtig cool Neues angekündigt wird oder allgemein, dann machen wir dazu auch ein Video. Ja. Keine Sorge. Sollte überraschenderweise ein Patch kommen, Entschuldigung, dann kommt dazu ein Video. Ja, also ihr verpasst nichts. Wir halten euch weiterhin auf dem Laufenden. Richtig. Ja, jetzt dreh doch nicht einfach um, ich bin dir ins Wasser gefolgt. Ich hab dir blind vertraut. Ja, Leute, okay, wir werden auf dieser Insel übernachten. Ja. Macht doch, was ihr wollt, ich leg mich jetzt hier hin. Also wirklich. Die Frechheit, drehen sie einfach wieder um. Ja, hier muss halt wirklich noch sehr, sehr viel Arbeit und Energie in die KI gesteckt werden. Gute Nacht. Wenn mir nicht passt, was sie machen, dann schlafe ich einfach. Finde ich gut. Und er hat offensichtlich mich gut bewacht in der Nacht. Und die Gruppe löst sich auf. Ja, die sind auch einfach viel zu groß. Ja, ich will auf der anderen Seite trinken. Okay. You are now a member of a herd. Ich habe eine neue Herde jetzt? Ja, scheinbar. Oh Gott. Trinken.
Ja, ich drehe mich doch schon. Der Wendekreis ist halt ein bisschen größer als bei einem Raptor. Ja, das wäre es ja auch sinnvoll gewesen, das auf der anderen Seite zu tun. Aber hier kann ich einen Moment länger trinken, bevor... Aber du kannst ja mal aufrufen und gucken, was jetzt mit der Herde ist. Ja, die Herde ist kleiner geworden. Und wir sind deswegen auch wieder neutral. Ja. Oh. Die Herde hat es zerlegt. Wir sind wieder alle neutral, weil wir eine neue Herde sind und wieder ganz von unten anfangen müssen. Ja. Aber wahrscheinlich, also ich hoffe es jedenfalls, hat es die Herde zerlegt, weil in der Nacht welche erwachsen wurden. Und wir dadurch nicht mehr in der Herdenstruktur existieren konnten. Ja. Vielleicht ist das der Grund. Das sage ich zu bezweifeln. Also es kann ja auch einfach mal absichtlich sein, weil wir sind jetzt Subadult. Wir waren vorher auch Subadult. Verdammt. Aber vielleicht sind andere, also wir waren ja alle unterschiedlich alt. Vielleicht haben wir da trotzdem ein paar Leute jetzt neu dazu bekommen. Also beziehungsweise eben verloren. Ist das hier unsere Herde? Das wäre merkwürdig, weil die da vorne sind schon ziemlich weit weg. Moment. Der ist hinter uns. Ja, das ist unsere Herde. Dort. Hinter uns. Vor uns. Und. Oh, ja. Auch da. Ja, okay, die hier vorne sind weg. Okay. Hallo, neue alte Kumpels. Ja gut, aber die Herde war auch, wie du schon sagtest, zu groß. Ja. Aber dann kannst du hättest ja was durchfuttern können. Wir spielen einen Trike. Es gibt überall was zu essen. Nom, 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 nom. Aber wir laufen trotzdem der anderen alten Herde hinterher. Ja, ist ja auch jeder neutral. Wir haben ja wieder keinen Chef. Mhm. Und das sind halt so diese Frustmomente in dem Spiel, die Entwickler aus meiner Sicht nicht mal ansatzweise irgendwie auf dem Schirm haben oder dass ihnen egal ist oder sie wissen es einfach nicht, wie sie das vermeiden können. Ich wollte gerade sagen, es interessiert sie einfach nicht, weil ganz ehrlich, sonst könnte ich doch jetzt hier auch endlich mal wieder Social Display. Oh, was? Was denn, was geht denn mit dem Kleinen hier ab? Der Kleine fordert raus. Nicht in meiner Welt. Kloppen wir uns jetzt gerade herdenmäßig? Na, ich glaube, das war einfach nur so herausfordernd der Herde. Dieses Ich will Anführer sein. Aber der ist gar nicht Teil unserer Herde. Und der ist viel zu klein. Ich glaube, er hat es begriffen. Aber kann ich ihn nicht umbringen? Warum? Du bist ein Trike, verdammt nochmal. Ja, exakt. Und anscheinend kannst du ihn nicht umbringen, weil es ein anderer Trike ist. Ja, weiß ich nicht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist jetzt alles wieder eine Herde. Ey, das ist halt einfach... Ich dachte, das soll halt nicht so sein. Und das ist, wie gesagt, bestes Beispiel. Die Folge ist wirklich das beste Beispiel, warum wir es halt 14-tägig machen. Weil, es tut mir leid, mit den Trikes... Ich hatte auf mehr gehofft, aber... Habe ich aus Versehen beim falschen Social Display gemacht? Habe ich die Herde zusammengeführt? Das kann sein. Ich meine, aber sie reagieren ja auch nie zurück. Aber ja, du hast schon recht, dass, ja. Der da hinten ist aber scheinbar raus. Ich dachte, es gibt einen Limit. Warum funktionieren denn die Herdengesetze nicht, die sich Henry extra vor 3 Jahren oder was überlegt hat? Hat er sie wieder vergessen? Ich will Henry nicht jedes Mal bashen, aber. Nee, natürlich die nicht. Die Sache ist einfach die. Er mag ein netter Programmierer sein, er hat vielleicht das Ding auch studiert, aber er kann es nicht. Es tut mir leid, ihm fehlt einfach die Erfahrung. Er ist halt sehr ambitioniert. Es ist auch ein sehr ambitioniertes Projekt. Es ist ein super ambitioniertes Projekt, wo auch große Teams, also jetzt wirklich auch AAA-Teams, echte Schwierigkeiten gehabt hätten wahrscheinlich und in der Umsetzung beziehungsweise wesentlich mehr Geld gebraucht hätten. Gut, das brauchen sie auch, aber das ist ein anderes Thema. Und ich könnte jetzt böse sein, es kann nicht alles ein Valheim werden, wo eine Person das programmiert hat und er später dann noch andere Leute dazugeholt hat, nachdem das Spiel größer wurde. Weil das war nämlich auch ein Ein-Mann-Projekt. Ja, das ist einfach. Vor allem, dass sie auch wieder neutral sind, weil sich die Herde getrennt hat, jetzt ist sie wieder zusammen. Das ist einfach... Naja, es ist nicht in die Herde getrennt, sondern es sind auch neue Leute. Diese Namen hatten wir vorher noch nicht. Ja. Ich weiß es aber auch nicht, weil wo ist denn der Rest von der Herde? Die Leute, die jetzt hier rumstehen, sind ja nicht alle.
Die jammern denen da hinten auch scheinbar hinterher, weil wir halt doch nicht richtig zusammen sind. Ja, wie denn auch, wie gesagt, wie du schon erwähnt hast, die Gruppendynamik funktioniert ja so gar nicht. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall unsere Leute verloren, die, die wir kannten und lieb gewonnen hatten. Das Ja? sind komplett neue Namen. Hm. Oder kriegen die auch neue Namen, wenn sich die Herde neu zusammenpuzzelt? Eigentlich nicht. Dass man komplett in die Übersicht verliert. Aber das sind fremde Leute. Also die habe ich vorher noch nie in meinem Leben gesehen. Die Namen. Die sind auch vom Alter her, passen die auch alle überhaupt gar nicht in Nee. unsere Gruppe rein. Sollten wir dann vielleicht da hinten zu denen gehen? Ich meine, wenn es uns hier nicht gefällt, können wir doch auch einfach da Ja, die hinten Gruppe ist auch hin. viel zu groß, also dann lieber zu denen da hinten. Da sind wir mal ehrlich. Ja, unsere Reputation haben wir eh verloren, also Eben. dann ist das eh egal. Aber ihr seid trotzdem Teil dieser Herde, sehe ich das richtig? Ihr seid auch klein. Wo sind denn unsere Großen hin? Sie sollen sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. Nee, das sind wirklich Das sind die Junge. Neulinge. Das ist, ja, gut. Ich fürchte, dass wir deren Elterntiere erwischt haben. Ja, aber ich weiß nicht ganz, unsere Herde ist anscheinend direkt weitergezogen, während wir komplett verwirrt waren. Oder ich. Ich habe es ja auch nicht mitbekommen, dass sie weg sind. Ah, deswegen haben wir auch ein Jungtier wieder. Ja, das ist ja das Jungtier, was sie angegriffen hatten. Oder das uns angegriffen hatte. Ja. Das wäre halt auch ein netter Aspekt, dass man spielen kann. Also sprich, als Jungtier mit den anderen Jungtieren spielt. Ja. Ja, jegliche Interaktion mit der KI wäre ein netter Aspekt, wie beispielsweise, wenn man F drückt und Social Display macht, dass die KI darauf reagiert. Das wäre richtig nett. Aber das ist schon lange nicht mehr so. Vor allem, weil sie es ja drin hatten. Ja, ich weiß auch nicht, warum das nicht mehr so ist. Ja, keine Ahnung. Aber es ist schon eine ganze Weile raus. Aber ihr seht, warum wir das jetzt alles 14-tägig machen, weil so wie es aktuell ist, das hat einfach keinen Sinn. Das macht einfach auch uns nicht mehr so viel Spaß. Und ja. Na? Schnabulieren. Das heißt aber nicht, dass ihr dem Video nicht trotzdem einen Daumen nach oben da lassen könnt. Ja. Denn ganz ehrlich, alle 14 Tage Saurian-Chaos erleben ist ja auch was Schönes. Und ich glaube, wenn man es nicht selber spielt und einfach nur aus einer Chaos-Perspektive betrachtet, kann es auch sehr lustig sein. Ja, bestimmt. Und das mit dem Raptor macht ja auch immer noch Spaß. Also ich muss sagen, Raptor ist immer noch das, was am besten funktioniert hier. Ich will diesen Kleinen immer noch angreifen. Sorry, ich stehe auf Kriegsfuß mit diesen Leuten, wo ich jetzt hier abhängen muss. Ich war beliebt in meiner Herde. Ja, Sie jetzt bist du es mochte nicht mich. mehr. Und dann habe ich Social Display gemacht und alles hat sich zerschossen. Und jetzt bin ich schon wieder raus, oder was? Also dabei Hä? rauszugehen. Ja, also ganz ehrlich. Wer ist denn der Mittelpunkt der Herde? Ja, das weiß man nicht. Aber wenn ich F drücke, fände ich es auch nett, wenn man einfach diesen Kreis sieht, an dem sich die KI orientiert. Ja. Weil wenn ich schon F drücke, bin ich doch eh raus aus dem Spiel. Ja, die Immersion ist eh für den Eimer. Und dann kann man doch auch den Kreis einblenden. Das fände ich richtig, richtig nett. Dann müsste man nicht immer raten, wo man sich jetzt aufhalten darf. Ja, ich finde, man sollte auch einfach als Herdenmitglied sein Alphatier kennen. Also dieses, nee, ich habe keine Ahnung, wer das Alphatier ist. Und wir leben in einer Kommune und wir sind übrigens wieder klein und wir haben übrigens wieder die anderen dazu. Ja, wir sind wieder eine kleinere Herde. Ja, wir haben uns wieder getrennt. Wir haben hier übrigens zwei Leute, die Durst haben. Ja. Ich wollte es nur mal sagen. Zur Kenntnis genommen. Also, das ist die nächste nette Trike-Herde, die wir sehen. Ich werde überlaufen. Nein, wir sind jetzt hier klein. Ja, aber wir haben immer noch den Kleinen dabei, oder nicht? Nein. Nee? Siehst du den Kleinen? Nee, sehe ich nicht. Siehst du. Na gut, dann habe ich nichts gesagt. Folgt ihr mir? Diese Illusion hatten wir schon so oft. Ja. Also viert finde ich das ganz nett, aber wir haben halt mehr. Also irgendwo treiben sich noch andere rum. Nicht mehr lange. Ich glaube, da hinten zwischen den Bäumen, da sieht man noch einen Trike laufen. Keine Ahnung, ich sehe nichts. Aber wir sind schon mal eine coole Gang. Ja, genau. Drei Männchen, ein Jo. Weibchen, das wird spaßig. Nein, zwei We Männchen und zwei Weibchen. Ach, stimmt, das ist eines andere ein Weibchen, hast du recht. Und hinten kommt noch ein Männchen. Kommt da nicht noch ein Rex? Was? Ah, ne, das ist ein Trike. Okay, vergiss es. Das sind zwei Trikes, die da hinten laufen. Den einen kann ich halt nicht erkennen.
Das andere ist ein Männchen. Ja. Das andere, hinten ist, glaube ich, auch ein Männchen, so wie das aussieht. Ja, das ist auch ein Männchen. Yeah, 4 Männchen, 2 Weibchen. Wuhu. Na, ne? Ich dachte, die Herdenstruktur. Naja, gut. Ich habe bis jetzt noch nicht einmal erlebt, wie eine Herde eigentlich aussehen soll, seitdem der Trike draußen ist. Ja. Diese ganzen Regelungen, ich sehe sie nicht umgesetzt im Spiel. Und da frage ich mich halt, fällt es den Entwicklern nicht auf? Und wenn es den Entwicklern nicht auffällt, Leute, spielt mal euer eigenes Spiel, was ihr entwickelt. Das kann übrigens helfen. Wenn es euch auffällt und, ihr patcht es nicht, wie scheißegal ist euch euer Spiel? Vielleicht wissen sie nicht, woran es liegt. Du weißt, wie gerne Bugs gefixt werden. Ja, das ist nicht so Henrys Stärke, da hat er keine Lust drauf, weil das ist anstrengend. Aber man muss ja auch dazu sagen, Henry macht das ja auch nicht mehr alles alleine, schon länger. Hm. Gefühlt denn schon. Dieses wunderschöne Menü haben wir jemand anderem zu verdanken. Ja. Wir meckern heute ein bisschen. Es tut uns ein bisschen leid. Aber wir finden, dass das Spiel halt auch einfach nicht über den grünen Klee gelobt werden kann. Nicht in dem jetzigen Zustand. Die Grundidee, die würde ich über alles loben, weil die Grundidee ist super toll. Und das ist ja auch der Grund, warum ihr das auf unserem Kanal immer noch seht. Ja. Wir hoffen, dass die Grundidee irgendwann auch mal richtig durchkommt. Ja. Und das Spiel richtig cool wird. Ja. Noch gibt es Hoffnung. Große Entwicklerstudios da draußen. Schaut euch Sorian an. Von mir ist, klaut ihnen die Idee, es ist mir egal. Aber macht's besser. Bitte, bitte, bitte. Und nein, macht da keinen The Alt-Klon draus oder ähnliches, weil die. Ne. Also, wer die Spiele mag, das ist schön. Spielt die gerne. Ich finde ein kompetitives Spiel in der Dino-Welt irgendwie lame. Aber es ist mein Geschmack. Ja, ich habe auch einfach mehr Bock auf so einen Singleplayer als ein MMO. Ja. Also, ja. Ja. Aber für heute war es das dann auch aus Hell Creek mit unserem kleinen Herkules und seiner neuen Herde. Ich weiß nicht genau. Ja. Und wir sehen uns dann in 14 Tagen wieder. Yep. Also lasst jetzt nochmal einen Daumen nach oben da. Yep. Und schaut dann beim nächsten Mal wieder vorbei. Tschüss. Tschüss.